Servus, mein Name ist Lisa Maria Klössinger und nun erzähle ich euch etwas über meinen Weg. Mit 3 Jahren habe ich mein erstes Shetland-Pony bekommen. Ich war mit meinen Eltern auf einem typisch süddeutschen Rossmarkt und sind mit dem Pony nach Hause gekommen. Der erste Ritt auf dem Pony hat ungefähr eine halbe Minute gedauert. Ich habe mich draufgesetzt und die ist erstmal mit mir zur nächsten Wiese gesprintet, hat den Kopf nach unten genommen und ich habe einmal einen Salto vorwärts gemacht und saß vor meinem Pony. Und in der Zwischenzeit hat mein zweiter Bruder Florian auch das Reiten angefangen und hatte so ein ganz wildes Araber-Springpony. So ein Schimmel, der hat gebissen und geschlagen, alles. Der mochte sich selber, glaube ich, auch nicht so gerne leiden. Eines Tages war Ostern, Mama, Bruder, Papa waren nicht da, Lisa ist aufs Fahrrad, ist in den Stall gefahren. Ich glaube, zu Ostern habe ich meine ersten Lederstiefeletten mit Chaps gekriegt. Ich glaube, ich war noch keine 5 Jahre alt, habe mir das Pony geschnappt, bin in die Halle und bin geritten mit dem. Und das hat super geklappt, der hat mich nicht gebissen, der hat mich geliebt vom ersten Tag an. Ja, ich ihn auch, ich war super stolz, fand alles super toll und dann kam meine Mama. Ja, dann gab es erstmal richtig Ärger. Und ja, Ende vom Lied war, das Pony habe dann ich gekriegt, bin meine ersten Turniere mit dem geritten. Springen, Vielseitigkeit bis zum Landesponyturnier. Ja, und dann bin ich irgendwie über Umwege zum Vierkampf gestoßen und habe da dann auch ein bisschen mitgemacht und da musste man auch Dressur reiten. Und da war es mit dem Pony echt schwierig. Der war halt ziemlich heiß und verrückt, aber war einfach ein tolles Springpferd. Ja, dann hat meine Mama mich gekriegt, dass ich jetzt auch ein Dressurpferd brauche, wenn ich Vierkampf machen will. Und dann habe ich halt auch festgestellt, wenn man sich da mit den einzelnen Lektionen ein bisschen mehr auseinandersetzt, dass es schon Spaß machen kann. Nach meinem 18. Geburtstag war ich dann mit dem Abi fertig und hatte die Gelegenheit, zu Ulla Salzgeber zum Training zu fahren. Ja, aus dem Training wurde dann ein über 4,5-jähriger Aufenthalt mit allen Pferden. Lisa sitzt zu Hause im Büro, will vom Bürostuhl aufstehen, reißt sich den Meniskus und kann keinen Meter mehr laufen. Eine Woche vor der Europameisterschaft. Und ja, Riesendrama. Dann bin ich mit Krücken nach Warndorf zum Lehrgang gefahren, mit Krücken nach Arezzo. Nach ein paar Tagen ging es und habe da Mannschaftsgold und 2x Einzelsilber gewonnen. Bin nach München gezogen, habe angefangen zu studieren. Dann bin ich da in einem Einstellerstall gelandet über meinen damaligen sehr guten Freund Ralf Kornbrups. Der hat gesagt, Lisa, komm zu uns. Und ich konnte von ihm einfach wahnsinnig viel lernen, was den Umgang mit Pferden betrifft. Ja, lernen, wie man Spaß dabei haben kann. Zeitgleich bin ich immer schon noch Elmsbüren gereist und habe meinen Dakteri ein bisschen weiter geritten, war mir immer nicht so ganz sicher, kriege ich das mal hin, kriege ich es nicht hin. Ja, nach über eineinhalb Jahren, habe ich ihn mir dann nach Hause geholt. Der Ralf hat mir ein bisschen geholfen und habe mich dann letztendlich dazu gezwungen, dass ich mit ihm aufs Turnier fahre. So, ich weiß nicht, das klappt noch nicht so gut. Und so, Lisa, also jetzt fährst du mal los. Ja, okay, bin losgefahren, habe die ersten 3 Sterne erst mit knapp 72% gewonnen. Wurde im gleichen Jahr bayerischer Meister, durfte dann noch als Quereinsteiger Pierre Förderpreis reiten, habe in Ising da beide Prüfungen gewonnen und bin dann in die Deutsche Bank Reitsportakademie gekommen. Ja, leider ist dann der Ralf nach Österreich gezogen. Da stand ich dann einfach auch auf einmal so ganz ohne Trainer da und war eigentlich wieder so ein bisschen ehrgeiziger und hatte auch noch in der Zwischenzeit ein paar Turniere geplant. Aber da musste ich einfach, ja, da konnte ich mich auf niemanden verlassen, war auf mich alleine gestellt. Und die Erfolge blieben trotzdem da. Und das war eigentlich war das Schönste in den letzten Jahren. Nicht die Medaillen, sondern diese Bestätigung, okay, ich krieg's alleine ja auch hin. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt habe ich euch etwas über meinen Weg erzählt. Das nächste Mal stelle ich euch mein Team vor.